Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Anno 2205. Hier auch eine kleine Ankündigung, Leute. Ich bin fast jetzt jeden Tag am Streamen, entweder morgens, abends, so wie ich Zeit habe. Wer Interesse hat, kann ja auf Twitch mal vorbeischauen. Vielleicht da mal ein Däumchen oben lassen. Und dann sollte das, seht in den Däumchen, sagt man nicht, man hier, dass ihr mir folgt. Und dann sollte das auch laufen. So. Warum sollte ich nicht für Sie arbeiten? Das habe ich keine Ahnung, junge Frau. Ja, wir nehmen mal die großen Häuser erstmal. So, jetzt wird nämlich Geld gepulvert. Wie gesagt, wir haben aber auch noch Industrien ohne Ende aus auf der Mond. Wir müssen auf jeden Fall, ich sage mal, ein Plus von 6.000 Minimum haben, um dass ich bei der Arktis die Sachen erstmal wieder anmachen kann. Ja. Man sieht jetzt auf jeden Fall, dass unser Geld gut steigt, dass wir gut Sachen erledigt haben. Wir haben wieder jetzt minus 1 mit dem Augen. Wir brauchen Wasser, wir brauchen wieder was zu essen. Gut, dann werden wir uns jetzt erstmal um diese Probleme mit dem Wasser zum Beispiel kümmern. Wasser müsste... Ne, das war Strom. Modi, wo haben wir das mit dem Wasser gehabt? Das war Wasser. Gut, und das war Wasser. Ist auch schon voll ausgebaut. Alles hier voll am Limit, Modi. Aber alles am Limit. Und wir können auch nichts mehr hier irgendwo hinsetzen. Okay. Oh, ups. Da wollte ich euch auch mal was erzählen. Dann Wasser können wir ja auch hier produzieren. Ist ja auch nicht so das Ding. Mache ich gleich etwas größer, dass wir wieder was im Voraus haben. Und jetzt brauchen wir Nahrung. So, und von diesen Dingern hatte ich irgendwo einzelne hingesetzt. Das weiß ich noch. Hier haben wir einmal die... Ah, seht ihr? Hier oben könnte man den zum Beispiel noch ausbauen. Dann setzen wir den mal um. Und zwar hier unten mit. So, und dann können wir den nämlich auch abdecken. Zack, so, wie sieht es jetzt aus? Immer noch minus 2. Dürfen wir nochmal updaten? Dürfen wir nicht. Den dürfen wir aber nochmal updaten. Plus 2. Dann machen wir den jetzt auch gleich bis zum Anschlag. Sollte jetzt alles gewesen sein. Jawohl, was fehlt uns noch an Mineralien? Die Verjüngung fehlt uns auf jeden Fall weiterhin. Ich werde diese hier jetzt mal ganz kurz vollkommen updaten. Oh. Das war doof. So, ich möchte den gerne komplett geupdatet haben. So, das haben wir. Komplett bis ans Limit. So, jetzt brauchen wir hier dieses Grünzeug. Das müssten eigentlich die Algen sein, ne? Ja. So. Und damit ist das dann auch voll abgedatet. Wir haben immer noch minus 8. Mal gucken, ob wir noch irgendwo die Algen hatten. Achtung, Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern. Ich weiß. Bleib doch ruhig, mein Freund. Bleib ganz ruhig. Ja, wir machen das schon. Ich bleib jetzt hier viel ruhiger bei dem Spiel. So, da muss da noch eine kleine Straße ran. So, jetzt haben wir ein bisschen Stromprobleme. Oder mache ich mir überhaupt noch gar keinen Kopf drum? Ganz geschmeidig bleiben. Hier oben noch Platz gewesen. So, gleich genug ausbauen. So, jetzt können wir hier oben nochmal einen ranbauen. Und jetzt können wir nochmal gucken. Jawohl, produzieren wir genug. Jetzt brauchen wir das Verjüngungszeug. Das müsste dies gewesen sein. Wie ich gesagt habe. So, dann sollten wir davon jetzt auch genug produzieren. So, und schon haben wir wieder genug des Guten.
Das Ding können wir auch mal komplett, mal auch schon mal ein bisschen vergrößern. So, wie sieht es mit Metallen aus und so? Wir haben auf jeden Fall wieder zu wenig Augen. Die können wir selbst herstellen. Okay. Okay. Okay, jetzt haben wir ein bisschen wenig Strom. Das könnten wir aber auch hinbekommen, indem wir diese Bergwerke Energiewertung etwas runtersetzen. Alles installiert. Probier's aus. Und so würde man wirklich extrem Strom sparen. So. Wir machen immer noch Plus, auf jeden Fall. Unternehmenslabel angepasst, um Wirtschaftskraft wiederzuspiegeln. Alles in dem Sinne noch im grünen Bereich. Komplett. Würde ich sagen, ne? Also das ist ja alles wirklich im grünen Bereich, dass wir jetzt auch wieder Plus machen. Das freut mich am meisten, wenn ich ganz ehrlich bin, dass ich das wirklich so hinbekommen habe, wie ich gedacht habe. Oder wie die Leute mir ja auch gesagt haben. Jetzt will ich nur überlegen. Achso, wir bräuchten noch ein paar. Hier. Böhnchen, denn jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. Das waren das Zeug. Jetzt muss ich aber auch erstmal wieder gucken, was war Böhnchens. Ja, das ist ja auch immer, ich glaube die Böhnchen waren hier unten. Dö. Das waren auch nicht die Böhnchen. Dann können wir die Böhnchen überhaupt selbst herstellen? Wie sieht das aus? So. Hallo? Wo haben wir denn die Böhnchen? Da haben wir die Böhnchen. Haben wir keinen Platz mehr, also müssen wir eine neue Böhnchenfabrik bauen. So, das setzen wir da rein. Dann können wir die nämlich hierhin lang vergrößern. Böhnchen plus. Sehr schön. Alles plus. So sollten unsere Siedler, unsere Einwohner zufrieden sein. Komplett. Aber updaten dürfen wir anscheinend. Die Arbeit scheint mir bis nach Hause zu folgen. Trotzdem nicht. Gut, aber wir können jetzt in dem Sinne, versuche ich mal noch etwas Geld einzusparen, indem man wirklich beigeht und man versucht, die Bergwerke Energiewertung runterzusetzen. So, das ist nicht viel. Aber umso mehr Energiewertung ich natürlich runtersetze,
umso weniger Strom müssen wir produzieren. Ob das jetzt wirklich viel bringt, das werden wir dann mit der Laufe der Zeit herausfinden, würde ich mal so sagen. Ja, wir haben jetzt schon wieder 67, also man merkt es schon. Man kann damit Kleinigkeiten auf jeden Fall überbrücken. So. Und so sollte es weiterlaufen. Aber warum dürfen wir nicht updaten? Das ist jetzt gerade so. Werden die Firma sein, die das Sonnensystem. Wir brauchen mehr Häuser. Okay. Mehr Häuser. Dann bekommt ihr mehr Häuser. Da kriege ich kein großes rein. Also bauen wir hier einfach mal wieder zwei kleine hin. Dann bauen wir hier zwei kleine hin. Hier zwei kleine. Da zwei kleine. Wir müssen ja unser... Okay. Wir müssen ja hier unseren Wachstum wirklich weiterhin fördern. So. Und so wird's. Und so wird's wachsen. Man könnte auch hier unten wirklich automatisch einstellen. So. Jetzt geht das nämlich alles von alleine. Und wir brauchen uns da absolut nicht mehr drum kümmern, weil ich glaube, das ist nämlich auch gar nicht so schlecht, dass der gute, das gute System das alles von alleine macht. Noch haben wir von allen Sachen genug. Ja, unsere Augen fehlen natürlich wieder. Darum müssen wir uns jetzt erstmal kümmern, dass wir hier noch ein paar Augen bekommen. Da hätten wir noch zwei über. Null hätte ich gerne bestätigen. So. Daten. Stopp, was haben wir denn hier noch? Was bekommen wir denn noch alles? Die Arktis da oben bräuchte auch ein bisschen mehr trinken, ne? Dann machen wir mal lieber plus 1, ja? Sortiere Daten. Dann bräuchte die Arktis auch ein bisschen mehr zu essen. Machen wir auch plus 1 lieber. Verarbeite Informationen. Da ist alles okay. Und da auch. Gut, also die ganzen Transferrouten sind jetzt super. Dadurch sollten wir da oben gleich auch wieder mehr Geld bekommen. Wir sind jetzt schon bei 5000. Ja, vor der Runde waren wir noch richtig derbe im Minus. Jetzt fängt es an, dass es so langsam wirklich löppt. Was mich wirklich freut. Es wurde aber auch Zeit, ne? So. Das Problem ist, wenn ich jetzt beigehe und die Transferrouten wieder dahin schicke, dann wird es eine absolute Katastrophe, weil die Transferroute zum Mond uns ja 3000 kostet. Was ist eigentlich hier mit diesem Sektor? Ist momentan im Besitz einer anderen Unternehmens. Okay. Hallo, mein Freund. Hallo. Es ist immer eine Freude, Sie zu sehen. Okay. Das ist jetzt halt gerade so eine Frage. Wir müssen meiner... Kontaktieren Sie mich, wenn Sie Zeit haben. Ich warte hier. Bin jetzt gerade so am Überlegen, ob es schlauer ist, zu versuchen, auf der Arktis voranzukommen. Toll, meine Uhr ist gestoppt. Ich weiß nicht, wie lang das Video ist. Egal, ein bisschen machen wir noch. Wir haben von jedem ja eigentlich recht
gut. Ja, aber für jedes Informationszentrum zahle ich 6.000. Was kostet die Unterhaltskosten? Ein bisschen. Jetzt haben wir da das Informationszentrum endlich auch gebaut. Dürfen wir hier updaten? Wenn ja, dann machst du das bitte auch alleine. Dankeschön. So. Wenn ich jetzt hier beigehe und ich hau jetzt hier ein paar Häuser hin, dann kriegen wir natürlich wieder Probleme, ne? Aber ein paar Häuser müssen wir bauen, Leute. Wir müssen ja versuchen, die Welt hier etwas größer zu bekommen. Aber überall habe ich Industrie und was weiß ich nicht alles. Muss ich Sie an Ihre Pflicht erinnern? Muss ich Sie an Ihre Pflicht erinnern, Mama? Wir müssen auf jeden Fall mal ein bisschen Gas machen, dass wir diese hier Leute noch einholen. Okay. Werden wir machen. So. Was haben die denn? Erst war ich skeptisch, aber das alles zu sehen hat meinen Zweifel vertrieben. Okay. Ein bisschen wenig Fisch haben wir wieder. Bisschen wenig Fisch müsste diese Fabrik sein. Nee, das ist die Augenfabrik. Könnten wir trotzdem in meinen Augen nochmal vergrößern. Was wir im Überfluss haben, haben wir im Überfluss. Der Wert Ihres Unternehmens ist nicht zu unterschätzen. Naja. Machen Sie sich auf dem Weltmarkt einen Namen. Bräuchte ein bisschen mehr. Ja, das Ding ist voll am Limit. Aber richtig am Limit, Leute. Das Ding will ich auch mal voll updaten. Der ist auch voll am Limit. Okay, wir haben ein bisschen wenig Energie, Leute. Könnten wir aber hier mit auffangen. Mit dem nächsten Brutgenerator da mit ran. So. Wir bräuchten dieses Zeug hier. Was ist das denn? Ach, Küstenplatz. Da hätten wir noch einen Berg. Ne, das ist auch ein Küstenplatz. 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 Hey, wir haben kein Bergwerk hier mehr, oder was? Ich verlasse mich auf dich, verstanden? Leute, wir brauchen ein bisschen Bergwerk. Mach mal die Karte auf. Ich kann doch jetzt nicht schon auf eine andere. Hier hätten wir noch einen, ne? Bergbauplatz, jawohl. Ein bisschen Logistik. Okay. Machen wir ein bisschen Fischi. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Ganze da den Überblick zu behalten, was produziert wird, das ist wirklich nicht so einfach. Das muss ich euch ganz ehrlich sagen. Das haben die richtig gut gemacht, weil man richtig ein bisschen überlegen muss, wie man was oder wie man da rangehen muss an dieses ganze Konzept. Okay, unsere Fischanlage ist am Limit. Ich kann das System noch verbessern. Da fehlt nur etwas Feinkalibrierung. So, jetzt brauchen wir einen Küstenplatz. Den hatten wir hier, um Fische zu produzieren. Immer noch ein bisschen im Minus. Achso, weil wir auch noch gar keine Straße dran haben.
So. Haben wir. Alles super. So, jetzt ist die Arktis eigentlich erstmal ganz im grünen Bereich. Ja, ich hätte gern hier ziemlich gern viel, viel mehr Einwohner. Aber ich weiß nicht, wie ich so eine Kuppel bauen soll. Das ist echt so ein Problem, dass ich nicht weiß, wie wir so eine Kuppel dahin bekommen sollen. Willkommen. Möchten Sie... Das haben wir auch. Wieder minus 1, ey, leck mich doch am Arsch, ey. Dann machen wir die Algenfabrik, die war voll abgedatet. Irgendwo hat man noch eine. Gut, Leute. Das sollte es dann für heute auch erstmal wieder gewesen sein. Ich sage damit erstmal wieder vielen, vielen Dank fürs Einschalten bei Anno 2205. Wir haben jetzt auf jeden Fall einiges verbessert, meiner Meinung nach. Ja, hier der Planet, es läuft alles super, meiner Meinung. Ja, okay, wir haben jetzt ein bisschen wenig Limo. Aber das Limo-Problem können wir ganz schnell beseitigen. Ja, dann müssen wir jetzt hier... Der ist voll abgedatet. Okay. Gut, dann müssen wir halt hier eine neue Limo-Fabrik noch gerade bauen, bevor ich das wieder vergesse. Nee, stimmt doch gar nicht. Hier haben wir doch noch eine neue. Achtung, Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern. So. Ja, jetzt haben wir zwar wieder ein bisschen wenig Äpfel, aber das sind alles Kleinigkeiten. Das muss ich euch jetzt ganz ehrlich sagen. Also um diese Sachen mache ich mir... absolut gar nicht so diesen großen Kopf. So. Jetzt haben wir wieder genug Äpfel. Und schon läuft diese ganze Sache wieder. Jetzt haben wir ein bisschen wenig Raumanzüge. Aber es läuft, Leute. Ja, es wird fleißig geupdatet. Hier die Stadt. Alles läuft. Hier brauchen wir später nochmal ein Informationszentrum. Und dann sollte das echt laufen. So, damit sage ich erstmal wieder vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Euer Glabur. Tschüss.